Ja, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Risen 2. In der letzten Folge haben wir soweit alles fertig gemacht hier auf der Insel, aber wir gehen nochmal ganz kurz zum Piratenturm und sagen mal hier Patty und Stahlbart Bescheid, würde ich sagen. Sieh dich einfach mal etwas um. Achso, ja gut, Stahlbart. Ich weiß jetzt, was Crow vorhat. Und? Er will im Tempel der Erde einen Titan wecken. Sie nennen ihn den Zorn der Götter. Die Shaganumbi helfen ihm dabei, weil sie Angst haben, dass der Titan sie sonst angreift. Dieser hinterhältige Drecksack. Glücklicherweise sind nicht alle Shaganumbi auf seiner Seite. Verstehe. Das hast du gut gemacht. Sieht so aus, als müssten wir uns beeilen. Geh und besorge uns Unterstützung. Mach ich. Ja, mach ich. Wir holen uns die Unterstützung direkt jetzt hier bei den Inquisitoren. Wir springen einfach hier schnell mal den Hügel rauf. So, Sebastiano, gib mir eine Muskete. Ja, damit. Mir kam zu Ohren, dass der Wilde abgehauen ist, den wir in den Turm gesperrt haben. Und er hatte dabei Hilfe. Und? Lass dich nicht mit den Molukken ein. Achso. Ja, nee, machen wir nicht. Hier. Ich soll also für euch arbeiten. Ich erwarte deine Entscheidung. Gut. Ich kämpfe mit euch, nicht mit den Molukken. Also dann? Ich habe zusammen mit Alcazar ein paar Männer ausgewählt, die dich begleiten. So, so. Obwohl du den Bericht noch gar nicht kanntest. Als Kommandant der Inquisition gehört es zu meinen Aufgaben, vorbereitet zu sein. Verstehe. Ja, verstehe. Ja, das ist eine gute Frage. Nein. Frage. Welche Männer kommen mit mir? Alcazar hat seine Befehle erhalten. Er wird dich unterrichten. Geh zu ihm und dann versammle deine Leute. Und noch was. Es kann nicht schaden, wenn du auch mit einer Muskete kämpfst. Ich habe Webster bereits informiert. Er wird dir eine Muskete aushändigen. Er ist ein guter Schütze. Also lass dich von ihm trainieren. So, 4 Musketen gegen Crow. Ich würde sagen, wir kümmern uns erstmal um unsere eigene Muskete. Und dafür lernen wir mal dies und das. Damit haben wir jetzt nämlich Feuerwaffen 4. Dann gehen wir zu Webster und lassen uns erstmal ein bisschen was beibringen. Sebastiano sagte, ich kann mir hier eine Flinte besorgen. Hab schon gehört, dass du für uns arbeitest. Freut mich. Gute Männer gibt es hier draußen viel zu wenig. Also ich habe hier ein paar ganz ausgezeichnete Stücke im Angebot. Alles erstklassige Qualität. Nicht so ein Schrott, den sie den Rekruten in der Ausbildung geben. Bekomme ich keine umsonst? Nein. Musketen gibt's nur für unsere Jungs umsonst. Kannst du mir was beibringen? Klar, schließlich bin ich Büchsenmacher. Das könnte ich dir zeigen. Außerdem bin ich ganz gut mit der Pistole. Wenn du willst, zeige ich dir auch das. Ich will was lernen. So, zeig mir, wie ich Feuerwaffen baue. Das können wir noch nicht. Aber hier kannst du mir zeigen, wie ich mit einer Pistole, wie ich meine Pistole schneller nachlade. Umgang mit Pistolen verbessern können wir lernen. Ja, das war's. Kannst du mir zeigen, wie ich meine Pistole schneller nachlade? Üben, üben und nochmal üben. Das ist alles? Naja, nicht alles, aber das meiste. Es kommt viel mehr darauf an, dass du dich auf deine Aufgabe konzentrierst. Du darfst nicht über den nächsten oder noch schlimmer den letzten Schuss nachdenken. Konzentriere dich auf den Ablauf. Pulver, Kugel, Stopfen. Dann wirst du auch schneller. Gelernt Linkshänder. Ich will meinen Umgang mit der Pistole verbessern. Dann solltest du deine Technik verbessern. Deine Bewegung ist abgehackt. Dadurch verwackelst du den Schuss zu sehr. Versuche, die Pistole in einer flüssigen Bewegung zu ziehen, zu zielen und dann abzudrücken. Die Pistole wird dadurch viel ruhiger in der Hand liegen. Geil. So. Zeig mir deine Ware. Jetzt haben wir Pistole 3. Und 1700. Hier Pistolen könnten wir kaufen. Oder wir haben hier Büchsen. Eine Schiffsflinte, eine Flinte und eine Schrottflinte. Die Schrottflinte nehmen wir allerdings nicht. Ja, ich weiß, Schrottflinte, aber wir nehmen die Schiffsflinte.
Die hat nämlich 26 Schritt Reichweite, das sind 6 mehr als die Büchse. Muskete 10 und Bajonettschaden 40. Unsere Flinte, die wir noch haben, hat kein Bajonett, die hat auch nur Muskete plus 5. Also schon mal ganz gut. Nachladezeit ist immer 2 Sekunden. Und ich mag die Flinten deutlich lieber als die Büchsen, deswegen Schiffsflinte. Ja, damit. Und dann verkaufen wir dir unsere Flinte. Und dann rüsten wir in der rechten Hand die Schiffsflinte aus. Und damit haben wir endlich eine geile Muskete. Macht zwar nur 10 Schaden mehr, bringt aber auch nochmal plus 5 auf Muskete. Hier Charakter wollte ich. Wir haben jetzt 30 Muskete, 60 Pistole und ja, hier sind wir ganz gut, hier sind wir sehr gut und hier können wir gar nichts, aber das macht ja auch nichts, brauchen wir ja nicht. Aber vor allem halt hier, hier Muskete haben wir jetzt 30 und wir gehen dann auch noch ein bisschen weiter auf die Feuerwaffen, denke ich, weil Gerissenheit brauchen wir jetzt eigentlich erstmal nicht mehr unbedingt lernen. Wir könnten noch, damit wir 80, also nochmal zweimal lernen, damit wir dann 80 Diebeskunst haben. Und dann mit dem Ring auf 90 und einem Trank auf 97 kommen, dann können wir nämlich eigentlich alles öffnen, was es gibt. Ich glaube, es gibt keine 100er Truhen. Moment, wir müssen natürlich noch die Flinte auf die 1. Sebastiano schickt mich. Hab schon gehört, dass wir jetzt mit Piraten zusammenarbeiten. Und? Hast du den Kommandanten überreden können? Hast du ein Problem damit? Und wenn schon, meine Probleme gehen dich nichts an. Glaub mir, du hast selber genug. Also, hat Sebastiano dir Unterstützung versprochen? Ja, du sollst mehr Leute mitgeben. Das war abzusehen. Ich habe genau die richtigen für dich. Ausnahmslos kampferprobte Soldaten, Meister ihres Fachs. Wenn du sie in den Griff bekommst, gibt es keine besseren. Was heißt in den Griff bekommen? Sagen wir mal so, Disziplin ist nicht gerade ihre Stärke. Aber jemandem wie dir wird es bestimmt nicht weiter auffallen. Also mach dir keinen Kopf um Dinge, die du nicht verstehst. Du bist echt sehr nett. Kannst du mich im Kampf unterrichten? Hab hier wohl keine Wahl. Also, ich kann dich mit dem Degen trainieren. Ja, ist mir egal. Wen kannst du mir mitgeben? Bartolo, Venturo, Martinez und Sancho. Die kann ich erübrigen. Von allen anderen lässt du deine Finger, verstanden? Hab verstanden. Wo finde ich Venturo? Mach gefälligst die Augen auf, bevor du meine Zeit verschwendest. Er wird sich hier schon irgendwo rumtreiben. Wo finde ich Bartolo? Ich hoffe doch im Haupthaus, in den Schlafräumen. Er soll dort die Stiefel putzen. Wo finde ich Martinez? Bei Tito. Er hat Strafdienst und hilft deshalb bei der Versorgung der Stadt. Was hat er denn angestellt? Er hat sich nachts davongeschlichen und seinen Dienst vernachlässigt. Unerlaubtes Entfernen von der Truppe also? Ja. Anschließend hat er noch die Frechheit besessen, zu spät zum Dienst zu erscheinen. Ich hoffe, Tito lässt ihn den Schweinepferch ausmisten. Wo finde ich Sancho? Er ist auf Patrouille. Den wirst du wohl suchen müssen. Keine Ahnung, wo er sich gerade aufhält? Frag bei Torres am Außenposten nach. Ab und zu machen sie dort Halt. Gut. Dann quatschen wir mal als erstes mit Bartolo. Ich habe einen Auftrag von Kommandant Sebastiano. Du wirst mich begleiten. Worum geht's? Ich brauche deine Schießkunst. Na schön. Gib dir nur einen winzigen Haken an der Sache. Was ist los? Meine Flinte ist weg. Was soll das heißen, deine Flinte ist weg? Nun ja, ich habe bei Webster daran gearbeitet. Den Abzugsbügel erneuert, den Lauf gezogen, das Korn neu justiert und später dann war sie weg. Lass dir eine andere Flinte geben. Jeder Protektor ist für seine Flinte verantwortlich. Es gibt keinen Ersatz. Dann nimm dir einfach eine andere. Du stellst dir das so einfach vor. Aber selbst du kannst nicht einfach jemanden umhauen und ihm die Flinte abnehmen. Das funktioniert nicht. Das ist leider wahr. Das geht nicht mehr. Wie sieht deine Flinte aus?
Naja, wie so eine Steinschlossflinte halt aussieht. Lauflänge 96, Rotbuchschaft, mit Messingabschluss, kein Bajonett. Du kennst dich mit Waffen aus? Naja, ich hab's halt mal gelernt, aber dann wurde ich eingezogen. Bist du gut genug, um mir was beizubringen? Tja, also wenn's ums Zusammenbauen von Musketen geht, ja, da könnte ich dir schon was zeigen, aber... Aber was? Ich weiß nicht, ob ich das darf. Sebastiano vertraut mir. Du hast recht. Wenn selbst der Kommandant dir vertraut, wird er wohl nichts dagegen haben. Dann zeig mal, was du mir beibringen kannst. Klar, kein Problem. So, er kann uns nämlich jetzt mit der Muskete noch unterrichten. Unterrichte mich an der Muskete. Du willst besser treffen? Dann solltest du dir mehr Zeit nehmen. Du musst ruhig bleiben. Konzentrier dich auf deine Atmung, auf deinen Rhythmus. Je länger du das Ziel anvisierst, desto genauer ist dein Schuss. Ja, das ist eine Schrotflinte. Schrotflinte. Und das braucht Feuerwaffen 6, genau wie das. Das können wir also noch nicht lernen. Dann haben wir erstmal alles. Was ist mit der Flinte passiert? Nun, ich hatte sie fertiggestellt und wollte feiern. Eusebio hatte ein paar Flaschen Wein, also haben wir uns nachts ans Feuer gesetzt und getrunken. Das ist das Letzte, woran ich mich erinnern kann. Und als ich am nächsten Tag aufgewacht bin, war die Flinte weg. Gut, also müssen wir die Flinte besorgen. Wir müssen ja noch mehr Leute finden. Venturo ist nicht zufällig noch hier, nee. So, du bist also der Neue in der Stadt. Mach hier bloß keinen Ärger. Hast du das nicht schon mal zu uns gesagt? Naja. Ist auch egal. Wir brauchen noch Martinez und Sancho. Ach, guck mal hier mit dem... Mit dem Mann hier hinten haben wir noch nie geredet, oder? Geht auch gar nicht. Aber diese Kiste haben wir auch nie geöffnet. Ist immerhin ein Grog drin. Ich suche Martinez. Den habe ich gerade noch gesehen. Er muss hier irgendwo rumspringen. Du wirst ihn schon finden. Tja, aber wo ist er? Martinez. Ach, da hinten. Das müsste er sein, oder? Ja. Alcazar schickt mich. Das kann doch nicht wahr sein. Du nimmst mich auf den Arm, oder? Nein, du sollst dich mir anschließen. Wir werden Crow und seine Piraten angreifen. Puh, das muss ich jetzt erstmal verdauen. Bist du bereit für den Einsatz? Immer langsam. Ich gebe dir zu, dass der normale Dienst stinklangweilig ist. Aber Crow, das wird kein Kinderspiel. Er hat eine Menge kampferprobter Leute da draußen. Wer ist denn noch dabei? Venturo, Bartolo und Sancho. Das hört sich doch schon besser an. Die Jungs sind nämlich ziemlich gut. Alles klar, wo soll ich hinkommen? Sammelpunkt ist vor dem oberen Stadttor. Gut, ich mache mich direkt auf den Weg. Hast du Bartolos Flinte? Nein, wie kommst du denn darauf? Bartolo hat sie nicht mehr. Seit diesem Abend, als ihr gesoffen habt. Ach, die Geschichte. Naja, ich hab sie jedenfalls nicht. Ich hab eh keine Verwendung für das Ding. Wieso hast du keine Verwendung für Bartolos Flinte? Versteh mich nicht falsch. Das ist bestimmt eine gute Flinte. Wahrscheinlich die beste auf der ganzen Insel. Aber sie hat kein Bajonett. Ich brauche das Ding zum Jagen. Und wenn ein Keiler auf mich zustürmt, nützt mir die tollste Flinte nichts, wenn ich ihn nicht damit aufspießen kann. Er wird mich einfach über den Haufen rennen. Deshalb kann ich mit Bartolos Flinte nichts anfangen. Was ist in der Nacht passiert? Die Jungs haben sich am Feuer volllaufen lassen. Ich war nur kurz da. Bin jagen gegangen. Aber Stunden später treffe ich Eusebio im Dschungel. Völlig betrunken, lallt er was von den verdammten Wilden, denen er es jetzt mal so richtig zeigen wollte. Ich habe ihm gesagt, dass ich keinen Molukken gesehen habe, aber er meinte, Tito hätte einen gesehen. Dann ist er noch eine Weile fluchend durch das Gestrüpp und irgendwann ist er umgefallen und eingeschlafen. Das ist alles, was ich weiß. Okay. Wir suchen immer noch... Fass hier bloß nichts an. Zu spät. Wir suchen immer noch nach Venturo.
Der steht hier unten, okay. Ich stelle einen Trupp gegen Crow zusammen. Du bist dabei. Ich? Gegen Crow? Ja, das gefällt mir. Wo sammeln wir uns? Oben, vor dem Haupttor. Dort wartest du, bis ich alle zusammen habe. Von dort aus gehen wir dann los. Aye, aye. Wir sehen uns am Sammelpunkt. Wir sollten nicht zu lange warten. Sag den anderen Bescheid. Ja, ihr wartet schon. Ihr kriegt das hin. Suche ich noch irgendwas? Rein, raus, was immer du willst. Gut. Dann suchen wir mal Sancho. Der müsste ja hier irgendwo patrouillieren. Hier haben wir den auf jeden Fall das erste und einzige Mal gesehen. Irgendwo hier muss der sein. Die Frage ist nur, wo? Naja, dann gehen wir mal eben zu dem Turm. Ah ne, warte mal, da ist er doch, oder? Ach, in der Höhle waren wir ja noch nie. Was machst du hier? Ich suche was zu essen. Nein, war nur ein Scherz. Wir haben Stimmen gehört und ich soll nachschauen, was los ist. Und? Da sind Piraten. Die sind jetzt in dieser Gruft. Ich glaube, die suchen Gold. Wie viele sind das? 3 verfluchte Halsabschneider. Wenn ich das richtig verstanden habe, gehören sie zu Crows Mannschaft. Gehen wir rein und mischen sie auf. Du vielleicht. Ich bin eher dafür, zurückzugehen und Meldung zu machen. Komm, wir schnappen uns die Typen. Vielleicht haben sie ja was zum Essen dabei. Oha, da könntest du recht haben. Bringen wir die Mistkerle zur Strecke. Ja, einfach mal hier reingerannt. Und stirb. Nichts zu holen. So haben die denn nix? Ein Eisenring. Ja, ist jetzt nicht so toll. Sonst ist hier nichts. Wo ist denn der dritte hin? Wo ist der dritte? Hallo. 1, 2. Ah, hier. Nichts. Perfekt. Das war gute Arbeit. Hatten die Kerle was Leckeres dabei? Ich habe nichts gefunden. Warte mal. Ich glaube, ich rieche Käse. Ich brauche dich für einen Auftrag. Tut mir leid. Ich kriege meine Befehle von Alcazar. Ich auch. Endlich Schluss mit der Patrouille. Oder? Worum geht's denn bei deinem Auftrag? Wir legen uns mit Captain Crow an. Oha, da muss ich mich vorher noch stärken. Treffen wir uns in der Stadt? Habe ich noch Zeit, was zu essen? Der Treffpunkt ist vor dem nördlichen Stadttor. Aber ist nicht zu finden. Ich brauche dich hungrig, angriffslustig. Ja, ja, schon gut. Ich werde dort sein. Können wir eben nochmal hier ein bisschen Proviant machen. Haben wir eine ganze Menge Zeug. So, und dann gehen wir zurück. In die City. Und jetzt müssen wir irgendwie noch die Flinte besorgen. Ich weiß nun leider gar nicht mehr, wie man das gemacht hat. Nein, jetzt habe ich keine Zeit. Bei der wurde ja schon mal erwähnt, aber hat wohl nichts damit zu tun. Ich suche die Flinte von Bartolo. Ich habe mir schon gedacht, dass die Geschichte noch nicht vorbei ist. Ist ja auch ein Witz. Wieso?
Wieso? Er hat Ewigkeiten dran rumgebastelt. Gehärtete Schlossplatte, gezogener Rundlauf, Messingkorn. Und dann verschwindet sie. Tja, wenn man nichts verträgt, sollte man nicht die ganze Nacht saufen. Was weißt du über diese Nacht? Er hat sich ordentlich einen gesoffen. Zusammen mit Eusebio. Waren die beiden allein? Keine Ahnung, ich hab versucht zu schlafen. Gib ihm doch eine andere Flinte. Das kann ich nicht machen. Flinten gebe ich nur raus, wenn der Kommandant sein Einverständnis gibt. Was glaubst du? Wo ist die Flinte jetzt? Um ehrlich zu sein, ich glaube kaum, dass sie irgendwo im Gebüsch liegt. Du meinst, sie wurde gestohlen? Ist eine schöne Waffe. Da gibt's bestimmt einige, die sie nur zu gerne selbst behalten wollen. Einige? Wer denn so? Nun ja, die Frage ist doch eher, wer nicht? Abgesehen von mir natürlich. Ich habe genug Büchsen, um die ich mich kümmern muss. Wir können nur hoffen, dass sie nicht den Molukken in die Hände gefallen ist. Okay. Was ist denn mit dir? Du genießt das Vertrauen des Kommandanten, heißt es. Auf der einen Seite ist es beruhigend, dass du kein Freund der Molukken bist. Auf der anderen Seite bist du immer noch ein Pirat. Und ich bleibe wachsam. Ich suche Bartolos Flinte. Und warum kommst du damit zu mir? Du hast doch mit ihm gesoffen. Genau, ich war betrunken. Was ist in der Nacht passiert? Was soll ich dir erzählen? Tito hat ein paar Flaschen Wein aufgetrieben, die haben wir geleert. Die halbe Nacht haben wir zusammengesessen. Bartolo ist irgendwann eingepennt. Und weiter? Mann, hör zu. Ich bin Tag und Nacht hier draußen, hab Plattfüße, Hühneraugen und bin völlig verschuldet. Also ich wäre dir sehr dankbar, wenn du mir nicht länger mit dieser Flintengeschichte auf den Sack gehst. Aha. Warum bist du verschuldet? Oh Mann, weil wir nur Bananen zu fressen kriegen. Ich bin doch kein Affe. Ab und zu brauche ich mal ein anständiges Stück Fleisch. Wie kannst du dich für ein Stück Fleisch verschulden? Das geht schneller, als du denkst. Ab und zu schlachtet Tito eins von seinen Schweinen und verkauft es unter der Hand. Und das lässt er sich teuer bezahlen. Verstehe. Wie viel schuldest du ihm? 200 Goldstücke. Ich bin noch nicht gut genug. Ja, das kriegen wir noch nicht hin. Ich kümmere mich um deine Schulden. Ha. Ich glaube kaum, dass sich Tito darauf einlässt. Aber du kannst es ja mal probieren. Ich sag dir was. Wenn das tatsächlich klappt, beantworte ich all deine Fragen. Na, dann kümmern wir uns da mal drum. Tito, wo bist du? Da. Ich suche Bartolos Flinte. Und du hilfst ihm suchen? Reine Zeitverschwendung. Bartolo verliert ständig sein Zeug. Vielleicht hat er sie ja nicht verloren, sondern sie wurde gestohlen. Ach. Du warst doch in der Nacht auch dabei. Du hast den Wein mitgebracht. Diese Protektoren quatschen einfach zu viel. Pass mal auf. Es wäre besser für dich, wenn du deine Nase nicht in fremde Angelegenheiten steckst, klar? Ja, er hat bestimmt nichts zu verbergen. Ich hörte, Eusebio hat Schulden bei dir. Der Typ quatscht zu viel. Pass auf, das ist eine Sache zwischen Eusebio und mir. Das geht dich nichts an. Und wenn ich die Schulden begleiche? Ha! Ich glaube kaum, dass du 300 Goldstücke hast. Hey, verarschst du mich? Es sind nur 200 Goldstücke. Na schön, wegen mir. Dann halt 200 Goldstücke. Du bist doch gar nicht auf die paar Goldstücke angewiesen. Hä? Pass auf, wenn du die Schulden tilgst, wird sich rumsprechen, dass du ein Ehrenmann bist. Ehrenmann? Es kann tatsächlich nicht schaden, wenn sich das rumspricht. Abgesehen davon, Eusebio hat eh kein Gold. Einverstanden, ich erlasse ihm die Schulden. Aber wehe, es kommt jetzt jeder angelaufen und will seine Schulden erlassen haben. Das ist ja wohl nicht mein Problem. Bei wem hat er denn noch Schulden? Ich weiß es schon nicht mehr. Bei ihm wohl nicht. Da muss ich wohl mal hier reingucken. Eusebios Schulden. Wie jetzt? Steht doch nur bei Tito. Alles klar. Du bist schuldenfrei. Was denn? Wirklich, Mann? Das ist ja großartig. Ja, ja, schon gut. Dann ist es wohl jetzt an mir, dir weiterzuhelfen. Genau. Also gut. Wir waren zu viert an dem Abend.
Bartolo, Tito, ich und Martinez war auch dabei. Aber Martinez hat nichts getrunken, jedenfalls nicht viel. Und Tito hat ihn zum Jagen in den Dschungel geschickt. Was mit mir passiert ist, ich weiß es nicht mehr. Alles, was ich weiß, ist, dass ich am nächsten Morgen im Dschungel aufgewacht bin. Und ich habe die Flinte nicht genommen. Das wird sich noch zeigen. Tja, dann war Tito mit Bartolo ja wohl alleine. Tito. Ich weiß noch mehr über diese Nacht. Ach ja? Dir ist doch hoffentlich klar, dass du dir so keine Freunde machst. Mich interessiert nur die Flinte. Also wirst du dir anhören, was ich zu sagen habe. Dann mach's wenigstens kurz. Du hast die Jungs an dem Abend mit Wein abgefüllt. Aber Martinez wollte nicht trinken, also hast du ihn auf die Jagd geschickt. Irgendwann ist Bartolo eingeschlafen. Eusebio war zwar betrunken, aber das war dir zu unsicher. Deshalb hast du ihm eingeredet, da wären Molukken im Tal. Alles gelogen! Halt's Maul und hör zu. Eusebio hat natürlich keine Molukken gefunden. Stattdessen ist er im Dschungel eingeschlafen. Und du warst allein mit dem schlafenden Bartolo und mit der Flinte. Für mich ist klar, du hast die Waffe. Oder weißt mehr, als du zugeben willst. Also, ist doch die entscheidende Frage, wenn ich dir jetzt aufs Maul haue, finde ich dann Bartolos Flinte bei dir? Ich glaube nicht, dass du das schaffen wirst, Junge. Aber wenn du es versuchen willst, nur zu! Pass auf, ich habe einen wichtigen Auftrag. Bartolo braucht seine Flinte. Gib sie mir und wir vergessen die Sache. Na schön, wegen mir. Allerdings gibt's auch eine schlechte Nachricht. Das Ding ist kaputt. Ich hoffe, du weißt, wie du dich in einem fremden Haus zu verhalten hast. Was sagst du? Der eine Flinte geklaut hat, die du gar nicht haben darfst. Wenn ich das Sebastiano erzähle, ne? Kann ich zwar wahrscheinlich gar nicht, aber wir versuchen es trotzdem mal. Stör mich jetzt nicht. Ja, okay. Darf ich die öffnen? Anscheinend nicht. Anscheinend ja. Gold und... Das ist nicht in Ordnung. Ja, anscheinend ja doch. Das ist ja unerhört. Anscheinend ja nicht. Nerv nicht. Warte mal, hier ist ja auch noch eine Kiste. Wie viel hatte die? 90. Ja, da komme ich nämlich zum Beispiel noch nicht dran. Bartolo, ich habe deine Flinte. Hier ist deine Flinte. Was? Das ist ja großartig, danke. Aber was ist das denn? Die ist doch... Sie ist ja kaputt. Warte mal. Das ist der... Der Schnapphebel schnappt nicht, weil der Plattenbogen verbogen ist. Kriege ich wieder hin. Da muss ich nur die Platte krümmen. Reparier's einfach. Gut, kein Problem. Was ist jetzt mit deiner Aufgabe? Jetzt geht's Crow an den Kragen. Also, sieh zu, dass deine Flinte einsatzbereit ist. Wir sammeln uns vor dem oberen Stadttor. Komm dahin. Natürlich. Ich gehe direkt los. Die Waffe repariere ich schnell unterwegs. Das ist kein Problem. Thank you.